Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MotoFuzzi. Ja, heute sind wir unterwegs. Heute ist Samstag und wir führen die kleine graue Maus aus. Ich bin mit meiner Freundin unterwegs. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir die Topbox drauf. Ist aber noch nicht fertig. Da kommen noch die Farben werden noch verändert und dann kommt noch eine Rückenlehne dazu. Und deshalb wollte ich sie euch noch nicht vorstellen. Und wir fahren jetzt los in Richtung Teber. Und da gibt es ein kleines Castillo, eine kleine Burgruine. Da kann man sehr schön aufs Land runterschauen. Ich habe schon gemerkt, es sind schon wieder 3-4 Grad hier heißer als bei uns zu Hause im Inland. Es ist also natürlich heißer als hier, als bei uns an der Küste. So, wir fahren jetzt los und dann schauen wir mal, was uns da alles erwartet. Dann wollen wir einfach mal warten, ne? Nichts überstürzen hier. Und los geht's. Beifahrerin sitzt noch drauf, ja. Okay. So, ja, also eigentlich nichts Besonderes, warum ich da hinfahre. Da war ich schon zweimal. Ja, ist ganz schön gelegen, diese kleine Burgruine da oben. Natürlich logischerweise oben auf dem Berg, es sind ja eigentlich immer oben. Man kann schön aufs Hinterland schauen. Und ist jetzt nicht ganz so weit von uns entfernt. Ich wollte auch, eventuell wollte ich noch woanders hinfahren, etwas weiter. Aber dachte mir, vielleicht heute fahren wir erstmal nicht so weit. Ich habe jetzt gerade den 1000 Kilometer Ölservice hinter mir. Dazu kommt dann natürlich auch noch ein Video, was alles gemacht wurde und was es gekostet hat. Das sage ich euch dann in dem Video zum Ölservice. Aber jetzt fahren wir erstmal zur Burg. Ja, bisher zur Topbox. Wie gesagt, da kommt natürlich auch noch ein anderes Video. Also es kommen noch mehrere Videos von mir. Einmal zur Topbox, einmal zur Inspektion. Aber was ich euch auch schon mal jetzt hier sagen kann, zur Topbox. Die Daten sind ja nicht viele. 50 Liter Inhalt. Natürlich nicht 50 Kilo, sondern nur leider nur 5 Kilo. Und das ist ein bisschen schade. Also eine Jacke und zwei Helme oder irgendwas kann man reinpacken und das war's dann. Aber man darf leider seine Goldbarren da hinten nicht reinpacken. Das ist schade. Ich habe ja so viele. Dann, was haben wir noch? Und maximal 130 km/h. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht so, wie schnell der Roller hier fährt. Das kommt natürlich auch noch ein Video dazu, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wir wollen ja nichts übertreiben, dass mir nachher da hinten noch die Topbox wegfliegt. Und ja, das sind die Daten zur Topbox. Bisher habe ich noch keine Probleme irgendwie beim Fahren festgestellt, dass da irgendwie irgendwas anfängt zu flattern. Also vorne anfängt hier zu flattern vom Lenker oder so. Das hat man ja vor ein paar Jahren bei der Honda Forza gehört, dass es da Probleme gab und anscheinend das irgendwie doch auf die Topbox dann zurückzuführen war. Ich weiß nicht, ob die das bis seither da korrigiert haben oder nicht, keine Ahnung. Aber bei mir hier im Moment habe ich bisher keine Probleme. Das ist auch gut so, denn sowas will ich auch nicht haben. Aber wer will das schon haben? Ja. Oh, die Temperatur steigt immer weiter. Ja, so ist das ja auch mit Sevilla. In Sevilla sind ja wohl immer die höchsten Temperaturen, zumindest wohl in Andalusien. Das ist wohl so ein richtiger Kochtopf da. Und wobei wir an der Küste dann immer doch schon ein paar Grad noch niedriger sind. Aber Sevilla ist schon extrem und naja, dieses Jahr wohl sowieso wieder extrem. Aber ja, 36 Grad, das haben wir also fast nie an der Küste. Aber laut Thermometer haben wir jetzt hier schon 36 Grad. Also hätten wir vielleicht eher an der Küste lang fahren sollen. Kommen schon die Windräder, da kriegen wir jetzt hoffentlich ein bisschen Wind ab hier, zugefächert.
das sieht ja mal nicht schlecht aus. Grad, also ja, es wird langsam ein bisschen warm in der Motorradkleidung. Schon wieder Tiere. Das war wohl doch nicht die richtige Entscheidung, ins Hinterland zu fahren. Okay, Kühlmitteltemperatur ist noch okay, aber Außentemperatur ist jetzt nicht so okay. Quarenta grados. No, quarenta uno. Crazy. Tja, wenn das hier noch heißer wird, dann müssen wir langsam umdrehen. Also, das ist jetzt schon wie ein Backofen hier, die Luft, die mich hier erreicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Das haut dich schon um. Ich weiß gar nicht, wie wir dann aussteigen sollen aus unserem klimatisierten Fahrzeug. Rumzulaufen, das bringt ja dann auch nichts bei der Hitze. Das ist ja wieder mal toll getimt hier von dem Fuzzi. Alles toll geplant. Aber naja, kann ich ja nicht wissen, dass hier so wahnsinnig sehr viel heißer ist als bei uns. Also eigentlich, ja, nee, 10 Grad schon, nee, 11 Grad, 10 Grad heißer als bei uns an der Küste. Unglaublich. Gibt es noch eine andere Auffahrt, aber es kann natürlich sein, dass die irgendwie nicht so gut ist. Ich weiß es nicht. Auf Google Maps habe ich jedenfalls gesehen, dass es da auch eine andere Auffahrt gibt. Ich hoffe nicht, dass das Einbahnstraße ist oder sowas. Aber meine Navigation zeigt mir immerhin auch noch an, dass wir hier 1 Kilometer fahren müssen. Bin ich allerdings noch nie gefahren.
Mal schauen. Immer mal was Neues ausprobieren. Wieder los mit dem piependen, mit der piependen grauen Maus. Ich versuche die jetzt hier irgendwie rückwärts zu schieben, in der Hoffnung, dass wir dann aufsteigen können. So ein bisschen Bedenken hier bei der Schräge. Fahren wieder zurück, die gleiche Strecke, deshalb nur noch, werde ich euch nur noch ein Stückchen mitnehmen, wie wir hier wieder von der Burg runterkommen, und dann haben wir den heutigen Vlog Castillo de Tebar schon gemacht
Ich hoffe, es ist nicht allzu lang und langweilig geworden. So, die letzten Blicke auf die Burg von der anderen Seite jetzt, oder beziehungsweise wir fahren jetzt wieder nach Hause und hoffen, dass wir mindestens 10 Grad weniger haben an der Küste. Das ist mir doch hier doch ein bisschen zu heiß jetzt. Schnell wieder nach Hause. Ja, das war der Mini-Vlog oder keine Ahnung, Maxi-Vlog vielleicht auch von Castillo de Teba. Auf jeden Fall eine Reise wert, wenn ihr in der Malaga-Gegend seid. Schönes Umland, natürlich alles sehr karg und nicht sehr grün, aber tja, so ist nun mal Andalusien. Also, bis zum nächsten Mal. Das war euer Motorfuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.